technischen Gründen. Perfekt. Mal einmal beide Hände, wie beim Beten in der Kirche, so nach vorne ausstrecken. Und schaut mal bitte einmal auf eure Daumenspitze. Und nehmt euren Blick nicht mehr von der Daumenspitze. Und während ihr jetzt auf die Daumen schaut, dann merkst du plötzlich, wie deine Augen immer schwerer werden. Ist ja auch logisch, du fokussierst dich auf einen Punkt. Du merkst dabei, wie die Augen immer schwerer und schwerer werden, wie die Augen immer öfter und öfter zufallen und wie du einfach geschehen lassen kannst, was geschieht, während die Arme schwerer werden, die Augen, und du dich völlig wohl und entspannt fühlen kannst und mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer sinkst, ganz genau so, und schlaf tief und fest. Du lässt die Augen fest geschlossen, der Körper kann sich immer mehr und mehr entspannen, während du immer tiefer sinkst, und schlaf völlig locker und entspannt ist der Körper und du lässt einfach geschehen, was geschieht. Und ich zähle jetzt gleich im Verlauf rückwärts von 5 bis 0 und du spürst, wie sich mit jedem Atemzug dein Körper immer mehr und mehr entspannen kann. Du spürst, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst, wie du dich immer wohler fühlst und wie du einfach immer mehr und mehr loslassen kannst. 5. Du hältst keine Gedanken mehr fest. Neue Gedanken lässt du einfach nur kommen und wieder gehen. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich sage, sinkst du einfach immer tiefer, fühlst dich immer wohler und kannst geschehen lassen, was geschieht. 4. Treiben lassen, wirken lassen und geschehen lassen. Jedes Mal dann, wenn ich dich an der Stirn berühre oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, immer dann fallen deine Augen zu, der Kopf sackt entspannt nach vorne und du sinkst noch 1000-mal tiefer in diesen Zustand zurück. 3. Immer ruhiger und entspannter. 2. Du fühlst, wie ruhig und locker und entspannt der Körper ist. Ich werde gleich deinen Arm anheben und wieder fallen lassen. Du lässt einfach den Arm so entspannt, wie es geht. Und du fühlst dich völlig wohl, weil du selbst merkst, wie locker und entspannt der ganze Körper ist. Ich greife einmal kurz nach dem rechten und linken Arm. Der Arm ist völlig locker und entspannt. Und du sinkst immer tiefer und tiefer. Und auch du merkst, wie sich der Körper immer mehr und mehr entspannen kann. Genau, treiben lassen und geschehen lassen. 1. Du fühlst, wie du völlig loslassen kannst. Gleich bei der nächsten Zahl, sage ich dir, sinkst du noch 3000-mal tiefer in diesen Zustand, wirst noch ruhiger, kannst dich noch mehr entspannen und einfach noch mehr loslassen. Und 0. Tief und fest. Der ganze Körper ist völlig locker und entspannt und du fühlst dich völlig wohl. Und alles, was ich zu dir sage, kann jetzt genauso eintreten, wie ich es sage. Und ich möchte, dass du dich in diesem Zustand einmal auf deine beiden Handgelenke konzentrierst. Und ich möchte, dass du dir einmal vorstellst, ich hätte dir um deinen rechten und um deinen linken Arm tausende mit Helium gefüllter Luftballons gebunden, die du jetzt schon durch deine geschlossenen Augen sehen kannst. Und ich zähle gleich von 1 bis 3 und bei der Zahl 3 steigen beide Arme wie von selbst hoch in die Luft, weil diese Luftballons die Arme hochziehen. Und je höher die Arme dann steigen, umso wohler kannst du dich gleich fühlen und umso mehr kannst du loslassen. 1, 2, 3. Du merkst, wie die Arme mit jedem Atemzug immer leichter werden. Und je höher die Arme steigen, umso wohler kannst du dich fühlen. Und du kannst einfach geschehen lassen, was geschieht, völlig egal, ob langsam oder schnell. Und du siehst, wie du dich noch mehr entspannen kannst. Ich werde gleich irgendwann deine Arme berühren. Und wenn ich deine Arme berühre, fallen deine Arme wie Steine nach unten. Und du sinkst dann noch 3000-mal tiefer in diesen Zustand. Und das fühlt sich unheimlich gut an. Und schlaf tief und fest. Fühl dich völlig wohl, ganz genau. Und ich möchte, dass du diese bleierne Schwere, die du gerade in deinen Armen spürst, mal auf deinen ganzen Körper überträgst. Du spürst jetzt, wie du mit deinem ganzen Körper immer mehr bleierne Schwere einatmest. Du spürst, wie die Arme immer schwerer werden, die Beine, der Kopf. Und das ist jetzt so, als würde dein Körper und deine Füße an dem Stuhl festkleben, an dem du dich befindest. Könntest du das mit den Armen nochmal machen? Ja, können wir nochmal machen. Das war nämlich schön. Ja, gerne. Machen wir nochmal, weil du es bist. Dann merkst du jetzt halt wieder, wie der Körper völlig leicht und entspannt ist. Alles andere wäre kontraproduktiv. Genau. Du merkst, wie sich der Körper immer mehr und mehr entspannt. Und du stellst dir nochmal die Luftballons um deine Handgelenke vor. Und ich zähle nochmal von 1 bis 3. Und bei der Zahl 3 steigen beide Arme wie von selbst hoch in die Luft. Genau wie gerade. Ach so, das darf ich dann ja gar nicht sagen. Egal. Bei der Zahl 3 steigen deine Arme wie von selbst hoch in die Luft. So, als hätte ich tausende mit Helium gefüllter Luftballons um deine beiden Handgelenke.
Eins, zwei, drei. Und du spürst jetzt, wie die Arme immer leichter werden und die Arme immer höher und höher steigen. Und je höher die Arme steigen, umso wohler kannst du dich fühlen. Das passiert in deinem Tempo, weil du dich immer mehr entspannst. Denn je höher der Arm oder die Arme steigen, umso wohler fühlst du dich. Und wenn ich gleich die Arme berühre, werden die Arme schwer wie Steine, fallen nach unten. Und du merkst dann schlagartig, wie dein ganzer Körper auch immer schwerer und schwerer wird. Genau jetzt. Immer schwerer und schwerer. Du spürst, wie du immer mehr bleierne Schwere einatmest. Die Arme werden schwerer, die Beine, der Kopf, vor allem die Füße. Das fühlt sich richtig so an, als würde dein Körper jetzt in diesem Moment am Stuhl festkleben. Und je mehr du gleich versuchst aufzustehen, umso fester klebt der Körper am Stuhl fest. Du kannst einfach nicht mehr aufstehen. Der Körper ist wie festgewachsen. Das ist fast so, als hätte man eine Metallplatte auf deinen Körper draufgelegt, die den Körper auch noch in den Sitz zurückdrückt. Und wenn ich gleich von 1 bis 3 zähle, kannst du die Augen öffnen. Bei der Zahl 3 öffnest du die Augen, aber die Füße kleben fest, der Körper klebt am Stuhl fest. Vielleicht sind auch deine Arme schwer wie Blei. Auf jeden Fall kannst du nicht mehr aufstehen. Der Körper ist festgewachsen. 1. 2, 3. Einmal die Augen auf. Hallo. Ich hatte ganz vergessen, wenn ihr mal einmal kurz die Sitzplätze tauschen könntet. Ja, das wäre super. Einfach einmal nach. Komm schon, Kelly, gib alles. Wie fühlt sich das an? Es geht halt nicht so schwer. Fitnessstudio in Corona-Zeiten, habe ich dazu immer gesagt. Ne? Versuch mal, die Hände hochzuheben. Gut, auf der Basis können wir doch heute arbeiten. Ich versuch's. Ja. Es ist so krass, auch nochmal so von der Seite zu sehen. Ja, ich mache noch eine Sache jeweils mit euch und dann starten wir mal, die Folge aufzunehmen. Ganz entspannt, apropos ganz entspannt, wie lange brauchst du eigentlich abends zum Einschlafen? Eine Minute. Du, eine Minute, wie lange brauchst du? Ungefähr eine halbe Stunde. Was, so lange? Moment, Testcheck, Schlaf. Keine Ahnung, was der in der Zeit da so macht. Guck mal kurz, Schlaf. Tief und fest, fühl dich völlig wohl und entspannt. Und Kelly, wenn ich dich gleich wecke, kannst du die Augen öffnen. Du hast aber ein Problem, denn jeden Satz, den du sagst, beginnst du ab sofort mit dem Wort blub und beendest du mit dem Wort blub. Du weißt nicht wieso, aber aus deinem Mund kommt vor und nach jedem Satz das Wort blub. Und je mehr du versuchst, das nicht zu wollen, umso mehr sagst du dieses Wort blub. Du kannst da echt nichts gegen machen. Und Caro, wenn du gleich die Augen öffnest, hast du ein Problem. Du hast die Zahl 4 völlig aus deinem Gedächtnis vergessen. Die Zahl 4 ist weg. Das ist so, als hättest du die Zahl niemals gekannt. Du zählst ab sofort 1, 2, 3, 5. Selbst wenn du wüsstest, dass nach 3 eine andere Zahl kommt, sagst du reflexartig 5. Und bei der Zahl 3 könnt ihr beide die Augen öffnen und alles, was ich gesagt habe, tritt wie von selbst ein. 1, 2. Einmal die Augen auf. Wir machen mal kurz eine kleine Vorstellung für die Zuschauer. Kannst du noch mal kurz in die Kamera sagen, wie du heißt? Kelly. Haha, clever. Kannst du es in einem ganzen Satz einmal sagen? Ich heiße Kelly. Ach, schade, das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Egal, auch nicht schlimm, aber spannende Sache. Kannst du mal beide Hände nach vorne ausstrecken? Kannst du einmal, ich zeige, du zählst laut. Mhm. 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wie viele Finger hat jeder normale Mensch? 10. Wie viele hast du? Was waren so deine Lieblings... Du hast Abitur gemacht, ne? Ja. Was waren deine Leistungskurse? Deutsch und Mathe. Okay. Vielleicht, also ich habe mal gelernt, wenn Aufgaben zu komplex sind, soll man sie unterteilen. Wir zählen einfach mal jede Hand einzeln. Vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. 1, 2, 3, 5, 6. Von vorne? 1, 2, 3, 5, 6. 6 plus 6 ist? 12. Wie viele Finger hat jeder normale Mensch? 10. Wie viele hast du? Ja. Wie viele hast du? 12. Wie viele hattest du gerade? 11. Das ist ein bisschen verwirrend. Pass auf, wir machen einmal Folgendes. Guck mal auf meine Hand. Schlaf tief und fest. Der Körper ist völlig locker und entspannt. Du sinkst immer tiefer und tiefer. Jetzt wirst du langsam nervös, Kelly. Ja, nur so ein bisschen. Pass auf, Kelly, guck nochmal. Schlaf tief und fest. Ich zähle jetzt